Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge Skyblock Together. Yep, ich bin endlich mal wieder am Start hier mit einer freshen Folge. Und zwar habe ich gerade eben ordentlich gefarmt hier. Was heißt gerade eben? Ich habe die letzten zwei Tage gefarmt. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht und dafür ein bisschen gefarmt. Hier zum einen haben wir jetzt 47 Diamanten. Zum anderen haben wir wirklich einen Haufen Stein. Oh, ich habe sogar noch ein bisschen was im Inventar. Das ist natürlich richtig nice. Gerade mal so. So. Ja gut, das lasse ich jetzt erstmal braten. Ich habe keinen Bock, das rauszunehmen. Ah ja, genau. Ich mache mir daraus gerade mal ein paar Steine. Und, oh, ich habe vergessen zu voten. Okay, das hätte ich davor theoretisch noch machen müssen. Ja gut, 2445 reicht fürs Erste. Gut. Ich habe gerade eben ein bisschen MTA aufgenommen. Wer nicht weiß, was es ist, Multi-Theft Auto, also GTA San Andreas, nur im Multiplayer. Wer immer noch nicht weiß, was es ist, früher oder später wird ein Video kommen, wo ich das dann alles erkläre. Also eigentlich mache ich nur hauptsächlich Zusammenschnitte, also dass ich einfach es spiele und dann halt da während aufnehme und dann, wenn halt irgendwas Cooles passiert, das dann halt reinschneide. In ein Video verpacke. Also dann sozusagen so 4 Stunden spielen und ihr dann halt 20 Minuten cooles Material habt. Und eigentlich werde ich ein Video machen, wo ich so ein bisschen erkläre, worum es geht. Damit ihr da alle den Plan habt. Dort werde ich mir wahrscheinlich auch jemanden dazu holen, und zwar den Andi. Wenn der das dann überhaupt machen mit mir tun würde. Ne? Oh, ich hätte nicht mal so viel Stein gebraucht. Nice to know. Naja. Gut, kurz Minecraft abgestürzt. Hier, da bewegen sich schon wieder die Dinger. Die Kisten. Wenn ich jetzt reinschaue. Irgendwie voll scary. Ah, jetzt bewegen sie sich nicht mehr. Okay. Ihr habt das Gebratene rausholen. So. Wobei. Dann muss ich es eher roh behalten, damit wir dann die Mobfarm weiterbauen können. So. Gut. Dann hier noch kurz. Ja, komm, lass kurz Mobfarm gehen, damit ich nochmal ein Dia-Schwert verzaubern kann. Dann gehe ich nochmal kurz im Shop, kaufe ein paar Sachen, damit ich schön einrichten kann. Oder vorhin nicht noch ein Mob? Ja, hier unten. Oh. Schnell die Creeper töten. Okay, so, perfekt. Give it to me! Give me the XP. Ah, das ist wahrscheinlich runtergefallen. Okay, schade. Oh. Bitte nicht explodieren. Ja, okay, gut. Ich hab's geschafft, ihn zu töten. Die Witches sind voll beschissen. Die halten so viel aus. Aber sie bringen gut Level. Na, da ist er. Ja, auf dem Teamspeak ist mal wieder alles ziemlich viel los. Okay, jetzt verlassen sie gerade. Aber dort ist der ist eigentlich fast voll. Der ist kurz davor voll zu sein. Das ist natürlich nicht so geil. Aber gut, passiert, ne? Komm, ist noch einer? Ah ja, da ist einer. So. Komm schon, noch ein halbes Level. Dann kann ich endlich verzaubern. Komm her, scheiß Creeper. Lol, wie viele Creeper sind gerade da? Naja, gut, gibt XP. Ja, komm schon, Alter, noch ein Mob. Dein Ernst? Komm her. Okay, dich töten wir natürlich auch noch. Au. Oh, jetzt kommen gerade irgendwie viele. Ah. Okay, letzter. Jetzt gehe ich. Da ist mal wieder einer runtergefallen, aber egal. Jo, okay, nee, noch ein Schwert craften.
Ah, hier könnte ich theoretisch auch mal alles mitnehmen. Was denn so mir gehört? Mein goldener Apfel. Kann ich gerade noch die Pilzsuppen mit. Gut, wobei die muss ich eigentlich ja nicht mitnehmen. Das Obsidian, die Smaragde, die brauche ich gar nicht. Kohle brauche ich auch nicht. Ah doch. Muss ein paar Dingens machen. Gut. Wo sind meine Schwerter? Achso, die habe ich bei mir oben in der Truhe, okay. Ein bisschen Kohle. Ja, mehr als genügend. Dann craften wir das zusammen. Haben wir noch schon ein bisschen Holz? Nein, haben wir nicht. Hier auch nicht. Nein. Okay. Gut. Gehen wir kurz Holz farmen. Auch no problem. Ah, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Aber ich weiß, wofür ich angefangen habe aufzunehmen. What? Ja, geil, der baut... Gut, wieso nicht? So. Alles einfach schön, mit so ein bisschen Effizienz zu arbeiten. Oh. Da habe ich jetzt gerade einen Setzling kaputt gemacht. Ach, Effizienz. Ich liebe es einfach. Okay. Gut. Achso, ich muss ja noch ein Schwert machen. Aber jetzt verwandeln wir dieses Eichenholz jetzt erstmal in... Oh, ich bin auch intelligent. In ein paar Fackeln. Gut, das sollte fürs Erste reichen. Dann bauen wir noch... Ach, ich nehme einfach kurz ein paar Dias mit. Gut. Da oben ist einfach immer noch ein bisschen dunkel. Gut, das werden wir jetzt gleich ändern. Hoffentlich. Ich glaube, wir gehen jetzt hier zuerst mal kurz die Lichter verteilen. Ich meine natürlich die Fackeln. Natürlich meine ich die Fackeln. Ich meine, was soll ich sonst meinen? Ach, das ist eigentlich... Wie soll ich das am schlauesten machen? Nee, da muss schon noch einer hin. Okay. Zwei frei. Zack, zack, zack. Ich kann einfach zwischen denen hier so hinklatschen. Zack, zack, zack. Zack. Das sieht doch gut aus, oder? So. Habe ich alle? Ah, ne. Hängen überall oben noch so ein paar rum. Wobei auf Kopfhörer sind sie. Auf Kopfhöhe sind sie fast ein bisschen störend. Soll ich sie auf Kopfhörer oder auf... Nee, ich glaube, ich mache sie eins höher. Nee, ich lasse sie unten. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. So, jetzt haben wir sie unten. Wie sieht es denn hier so aus? Da fehlt... Achso, hier habe ich das immer so mit dem... ...gemacht. Gut. Genügend ausgeleuchtet. Dann nächster Raum. Zwei frei, 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 zwei frei. Gut. Ah, so kann ich das elegant lösen.
Nice, nächster Raum. Das wären dann die Bäder. Das Bad habe ich schon fertig. Das hier auch. Dann das Esszimmer. Das wäre auch fertig. Und die Küche natürlich. Auch fertig. Ah, ich könnte jetzt hier gerade mal Schwert craften gehen. So. Und gerade mal verzaubern gehen. So, jetzt muss aber direkt Schärfe kommen, sonst habe ich ein Problem. Hehe. Vor allem muss, glaube ich, Schärfe 3 oder so kommen. Oh, ich habe mal wieder kein Lapis dabei. Och, scheiße. Ich bin so ein Schutzzell. Jetzt lauf doch drumher durch. Geht doch. Lapis. Wie einfach schon wieder dunkel ist. Wieder Nacht ist. So. Ah ne, verzaubern, hä? Da. Bitte, bitte. Schärfe 3, woo! Nice. Okay, Rückschuss ist scheiße, aber egal. Ich werde es überleben. Passiert. Gut, rennen wir mal nach Bobbern. In die Lager. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Dann werde ich hier gerade mal ein paar Sachen. Die Mobs, Alter. Ich will jetzt einfach so ne, alles reinschmeiß. Truhe. Mache ich hier die Werkzeugtruhe hin. Und natürlich auch die Waffentruhe. Ah, okay. Die schon dort hinten in die Ecke gemacht. Dann in die Ecke. So. Achso, die Schwerter brauche ich jetzt. So, alles so ein kleines bisschen sortieren. Okay. Nee, warte. Ach, komm schon, da machen wir auch noch ein paar Fackeln rein. So viel brauche ich jetzt auch wieder nicht. Gut, das war's. Gut, ich brauche was zum Essen. Ah, ich kann auch die Dias weglegen. So. Jetzt haben wir es aber. Jetzt craften wir mal zusammen und dann holen wir uns das OP-Schwert des Todes. Ah ne, hier kann ich zusammen craften. Okay, ich glaube, es wird doch nichts mehr mit in den Shop gehen. Dann gehen wir beim nächsten Mal in den Shop. Ich meine auch. Ah ne, das ist Schärfe 2. Oh. Gut, bedeutet, ich brauche nochmal ein Schärfe 2 Schwert. Gut, so viel dazu. Schade, ich wollte mir eigentlich jetzt das OP-Schwert machen. Die ganzen Mobs sind gerade am Verbrennen. Ich laufe jetzt mal weg. Zack. Ah, verbrennen. Gut. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Ski Block Together. Und in der nächsten Folge holen wir uns dann das OP-Schwert. Dann fehlen noch ein paar Level, damit ich dann nochmal ein Schwert verzaubern kann, das dann auf Schärfe 2. Und dann kann ich die zusammen craften, dann habe ich Schärfe 3, dann kann ich Schärfe 3 und Schärfe 3 zusammen craften, dann habe ich Schärfe 4, dann kann ich Schärfe 4 und Schärfe 4 zusammen craften, dann habe ich Schärfe 5. Das wäre zumindest die Theorie. Ob es dann wirklich auch in der nächsten Folge so klappt, ist die andere Frage, weil ich ja dieses Mal mit der Schärfe richtig Glück hatte. Wenn ich durch halt davor ein Eisenschwert verzaubern, muss ich mir zwar wieder mehr Level holen, aber egal. Und ich habe mich gerade richtig zugelabert, ohne auch nur irgendwas zu machen. Naja, so wirklich produktiv war ich in dieser Folge nicht. Doch, ich habe die Wand gezogen. Yay. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.